Servus Leute, willkommen zu, ich nenne es jetzt mal, einem neuen Projekt. Willkommen zu Dead Space. Ja, ich muss etwas erklären. Nämlich, ich habe Dead Space schon aufgenommen. Beziehungsweise den ersten Part. Das war die Xbox 360 Version. Und da meine Technik allerdings leider rumspinnt, war der Part nicht so, wie ich ihn gerne hätte. Ja, jetzt habe ich mich letzte Nacht mit ein paar Leuten unterhalten. Ja, und ihr müsst es entschuldigen, dass ich die ganze Zeit so seltsam drauf bin, aber wir haben es jetzt 6.13 Uhr morgens. Und dann nehme ich sowas auf. Ja, genau. Die Leute, bei denen ich mich bedanken muss, wären einmal Kurzsack. Ich weiß nicht, ob er auf YouTube auch so heißt, aber naja. Dann Stuxer und GP Crazy. Diese drei Personen haben mir in gewisser Weise erklärt, wie das alles mit Steam funktioniert. Deswegen ist das jetzt die Steam-Version, die ich über PC aufnehme. Das ist viel besser, weil, ja, so kann ich das alles, nicht grafisch gesehen, so kann ich das alles, ja gut, Grafik doch auch, aber da ist das viel besser von wegen Atmosphäre und dergleichen, weil es keine Verzögerungen gibt. Und dergleichen. Und ein besonderer Dank geht an GP Crazy, der mir dieses Spiel hat zukommen lassen. Wirklich, danke dir sehr, GP Crazy, du bist ein toller Typ. Und diesbezüglich werde ich dieses Let's Play auch GP Crazy widmen. Ich weiß, ich werde in diesem Spiel wahrscheinlich failen, aber es ist für mich wichtig, dass ich ihm das jetzt sage, dass ich ihm das jetzt widme. Und wer Probleme damit hat, das ist mir, um ehrlich zu sein, scheißegal, weil ich mache das jetzt eben so und wem es nicht gefällt, der kann es ja woanders gucken. So, ich spiele wie gesagt über PC, also hier Maus und dergleichen, allerdings, man hört, ich verwende den Controller, den Xbox 360 Controller, ja genau, man sieht schon hier, da. Ich hoffe, es passt auch alles. Vollbildmodus aus, ja. Ich möchte Aufnahmezeit und dergleichen im Bild haben. Grafikmäßig natürlich hoch. Ja. So. Irgendwie gibt es gerade ein bisschen Lag. Ich hoffe, es wird nicht so weitergehen. Na gut, bediene ich eben ein bisschen mit der Maus. Steuerung. Ich glaube, das lasse ich mal alles. Wenn es nicht passt, dann muss ich eben mit Maus steuern. Usomal P hat ja gemeint, die Steuerung sollte mit der Maus viel besser sein, aber ich habe da immer mal wieder so meine Bedenken. Deswegen verwende ich Controller. Und ja, ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass ich diesen Part hier umbenannt habe in gewisser Weise, denn vom regulären Let's Play her gesehen gab es. Da gibt es schon einen ersten Part von Dead Space. Ich würde diesen Part dann allerdings, also ich würde den normalen ersten Part von Dead Space werde ich umbenennen in irgendwas anderes, wahrscheinlich Testvideo oder dergleichen. Und das Thumbnail werde ich auch entfernen, dann werdet ihr das Thumbnail von diesem Video hier als den ersten Part von Dead Space sehen und den Titel dieses Videos auch als ersten Part von Dead Space. Das hat den Grund, weil der reguläre erste Part von Dead Space soll nach Meinung von, ich glaube, Osoma, sollte nicht so schön zum Angucken sein. Und ihm und natürlich mir ist es natürlich wichtig, dass das Let's Play auch schön anzusehen ist. So, wir haben es jetzt 6.16 Uhr morgens. Ich glaube, es ist die perfekte Zeit, um das Spiel zu starten. Ich werde übrigens die Story, das Intro kennt ihr vielleicht schon. Ich werde da allerdings meine Tonspur dann auf stumm schalten.
und nichts dazu sagen. Ich spiele auf Mittel, auch wenn ich wahrscheinlich in dem Spiel echt schlecht sein werde. Aber nun gut. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold. Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr? Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Gruppe. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben die Hülle! Fahren Sie die Schilde hoch! Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sind Sie irre? Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen! Corporal, das war ein Befehl! Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los.
So, das war das Intro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Irgendwie ist die Sicht seltsam. Das war aber, glaube ich, bei der Xbox-Version nicht so. Irgendwie, ja, Verzögerung. Woran liegt das? Ich hoffe, es liegt nicht an der Leistung meines PCs. Ich muss dazu sagen, dass ich gerade ein Hunting Ground Part hochlade. Das mache ich immer über Nacht. Deswegen hoffe ich mal, dass das nicht daran liegt. Oder nee, ich hoffe mal, dass das daran liegt. Weil, wenn ich natürlich nichts hochlade, ist meine Leistung doch ein bisschen besser. Na? Ja, es laggt extrem irgendwie. Man muss dazu sagen, bis zu einem bestimmten Teil kenne ich das Spiel, da ich da schon Aufnahmen dazu gemacht habe. Allerdings, bis auf eine Aufnahme hat es keine überlebt, so nenne ich es jetzt mal. Oh, ich kann tatsächlich mit der Maus steuern, nee, ist ja ekelhaft. So. Hä? Gehen, umsehen. Ja, das ist Xbox. Oh Mann. Das laggt extrem. Man muss dazu sagen, ich habe auch nicht so viel Speicher auf meinem PC frei. Dreh dich, dreh und dreh. Das sieht auch nicht so schön aus. Was soll das? Moment, gucken wir mal. Ich hoffe, es liegt wirklich an den Upload. Naja, auf jeden Fall werde ich den... gucken wir uns mal um. Ich weiß, das kenne ich eigentlich schon. Zum Portbooster verloren. Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Ah. Immer den hübschen Arsch hinterher. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Moment. Ja, ja. Das kenne ich alles. Mach auf. Aufgabe erfüllt, ja. Ich möchte speichern. Standby. Scheiße. Das heißt, ich muss weiter aufnehmen, bis ich speichern kann. Mist. Ah, Miss Daniels. Ah. Sieht aus, als wären Sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ich bin müde. Logisch, um diese Uhrzeit. Ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele. Ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht! Leiten Sie die verdammte Energie um! Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac, wir bringen das Computer online. Ja, ich glaube, beim nächsten Mal sollte ich das aufnehmen ohne Upload. Drücke RS, Lokalisierung, RS war das. Ja. Jeweils die Karte. Ich möchte das nicht versehentlich einsetzen. B verlassen, ja. Richtig krasse Verzögerung. Ich möchte wenigstens speichern. Okay. Schadensbericht. Okay, wie war laufen? So. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Es wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang.
Ja, das kenne ich schon alles. Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als wie gesagt, bis zu einer bestimmten Stelle weiß ich, was passiert. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Was zum Teufel? Oh mein Gott, ein hässliches Viech. Oh mein Gott. Ja, das kann mich jetzt nicht mehr schocken, das hat mich... So, und renn. Nein, 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 nein. Dieses Mal kriegt mich das Monster nicht. Wow. Ja, das hat mich doch gekriegt. Scheiße. Renn da. Und... zu, die Scheiße. Mach zu! So, jetzt guckt es wieder vorbei, nicht wahr? Oh mein Gott, das Monster ist da. Oh mein Gott, das Monster ist tot. Wo liegt der Kopf? Ich möchte den Kopf sehen. Da ist er ja. Hallo Kopf. Du hast da was im Nacken kleben. Ich glaube nicht, dass das so gesund ist. Also wie gesagt, bis zu einer bestimmten Stelle kenne ich das Spiel. Also da kann mich nichts schocken. Deswegen weiß ich auch, was das hier ist. Ja. So, dann heben wir mal die ganze Scheiße auf. RTRB. So, nehmen wir mal die ganze Scheiße. Aufstampfen wir jetzt das. Genau. Dann nehmen wir das und das erzielen. Jawohl. Und was war jetzt? Nee. Jawohl. Okay. Verzieh dich, Mistviech. Kopf ab. Bam. Iva nachladen. Wie lädt man... Hoppla, wie lädt man nach? Moment, das kann man hier vielleicht auch gucken. Nee. Moment, jetzt muss ich so mit der Maus. Mit grundlegender Steuerung. Oder Zielmodus. Nachladen, A. Okay, A war's. So, fortsetzen. Da ist damit die Tastatur gemeint. A. Mit A. Nee, da ist Steuerung mit Tastatur. Dann ist das hier wahrscheinlich. Ja, genau. Okay, ich möchte einen Speicherpunkt erstmal finden. Hallo, Kollege. So, ich glaube, ich sollte beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel aufnehme, nichts hochladen. Vor allem nicht sowas, was so viel Leistung zieht wie Hunting Ground. So. Wo ging's lang? Stimmt, da war ja ein Monster. Moment. Oh mein Gott, ein Monster. Ja, das kann mich einfach nicht mehr schocken, weil ich schon gesehen habe. Okay, X. Das wäre dann der linke Knopf. Ich brauche jetzt aber keine Gesundheit. Das war Audiolog, ja? Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Ja, hier auf dem Schiff geht ganz schön was ab. Ich möchte einen Speicherpunkt... Ah, hier bin ich richtig. Isaac? Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Isaac, da waren noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen.
Wenn sie auf mich hören, werde ich sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie, Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Gut, da hinten stehen unsere beiden Leute. Karte ist select. Jawohl. Dann mit L und R kann man wechseln. Hier zum Beispiel Inventar. Missionen und die Datenbank. Ja, das weiß ich. Gut. Moment, zuerst mal Schranke plündern. Meins. Gab es hier noch irgendwo was? Doch, da hinten. Also L1 gedrückt halten, dann kann man laufen. Credits, ja, ich weiß schon, wofür die sind. Wie gesagt, bis zu einer bestimmten Stelle kenne ich das Spiel. Und speichern. Bis zur besagten Stelle, das werde ich euch sagen. Na, habe ich jetzt gespeichert? Ja, habe ich. Wie gesagt, bis zu welcher Stelle kenne ich das Spiel? Auf der Xbox-Version kam ich bis zu dem Teil, wo ich mir schon eine Waffe gekauft hatte. Bis zu diesem Teil, bis zu diesem Teil maximal kenne ich das Spiel. Mittlerweile ist wieder schon ein bisschen was verschwommen, aber naja. Ich denke, den Großteil sollte ich bis dahin noch irgendwie auf die Reihe bekommen. Das wären dann ungefähr so bis zum dritten oder vierten Part vielleicht. Ist es nicht blind, danach schon. Schauen wir mal, wie gut ich vorankomme. Man muss auch bedenken, dass ich ein Part komplett herumgeirrt bin. Ja, dann würde ich sagen, das war der erste Part von Dead Space. Wie gesagt, jetzt PC-Version und ein riesen Dankeschön nochmal an GB Crazy, der mir das zukommen ließ. Ich werde dieses Video hier, so gut ich es eben kann, bearbeiten. Dass auch qualitativ, dass auch die Qualität einigermaßen in Ordnung ist. Ob ich jetzt gleich nochmal ein Part aufnehmen soll, beziehungsweise ob ich bis zu der Stelle spielen soll, wo ich war, weiß ich nicht genau, weil ich nicht weiß, wie das eben von wegen Lag und dergleichen, wegen dem Upload von Hunting Ground. Ich muss überlegen, ja, nein, vielleicht, wer weiß. Aber nun gut. Schauen wir mal, wie ich mich entscheide. Ich hoffe, das Projekt... Achso, ja, ich muss auf... Ach nee, muss ich nicht. Ich muss anders. Ich muss danach erst, nach der Verabschiedung, muss ich erst auf Escape und Windows und dergleichen. Gut, dann würde ich sagen, das war der erste Part von Dead Space. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.